Heute geht's um Eiscreme. Fettarm, proteinreich. Ah. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Camp Volta. Und heute nicht irgendeine Episode, sondern die Episode. Die Episode, in der ich Aldin Aljagic zeressen werde. Das wollen wir erstmal sehen. Ja, wir kennen Kevin und dass er essen kann. Das, heute geht's nicht um normales Essen. Heute geht's um Eiscreme. Und ich bin Mr. Eiscreme. So eine kleine Randinfo. Kevin ist derjenige, der sich sein Eis in die Mikrowelle packt für eine Minute, damit es weich wird. Das hat er mir erzählt. Ich habe minus 18 Grad da drin, das wird steinhart. Als Schiedsrichter haben wir niemand geringeren als den lieben Tobias Hahner, der leider schon auf Prep ist und deswegen nicht mitmachen darf, laut Stefan. Bevor ich mir dann was von Stefan anhöre, warum ich seinen Athleten dazu zwinge, Eis zu essen, lass ich lieber. Aldin startet seine Diät für den Wettkampf morgen und deswegen geht es heute noch klar. Aldin, zieh dich warm an, es wird ganz schön kalt für dich. Ja, glaube ich auch. So, wir holen jetzt erstmal das Eis raus. Fettarm, proteinreich. Ha! So ein Karamell. Eigentlich wollte ich irgendwas mit Nüssen besorgen, weil Aldin ist allergisch gegen Nüssen, aber das gab es leider nicht. Ich brauch das nicht, mach ja so fertig, das ist eigentlich von mir. Amateure. Wie viel ist das hier? 500 Milliliter. Mhm. Das ist was für einen hohen Zahn, ne? Eigentlich schon. Also die Dinger, davon kann ich locker drei essen. Ne? Ja. Also wenn ich normales Hagendass-Eis esse, da bin ich nach einem Pappe satt. Ne? Fett. Aber die Dinger sind echt, also... Ja. Und ich finde, wenn du die isst, du merkst, da ist mehr Luft drin. Ja. Und noch eine kleine Werbeunterbrechung, Freunde. Wenn ihr momentan Supplemente braucht, und zwar nicht irgendwelche Supplemente, sondern die besten Supplemente zum besten Preis, egal ob ihr ERAs braucht oder einen Booster braucht oder Whey braucht, checkt einfach mal ESN ab. Gibt's mit dem Gutscheincode Kevin Rabatt auf alles hier. Du wirst gleich sehen, das ist echt super. Also ich habe das gestern Abend schon gegessen. Trainiert oder was? Hast du der Wahn gemacht schon mal? Ist das fair? Ich darauf vorzubereiten? Hast du gestern kein Eis gegessen? Nein, natürlich nicht. Pst. Du bist so ein mieser Lügner. Stieleis zählt nicht. Würde ich sagen. Ja, würde ich auch. Ihr seid richtig los. Das ist der richtig los hier. Ich versuche mich nur abzusichern, damit ich hier nicht gegen die Regeln verstoße. Verstehst du? Das ist doch kein Spaß. Ja, genau. Hand an einen Löffel ist okay. Ja, mach die Löffel schon mal warm. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich würde sagen, Kevin geht hier ein bisschen in den Vorsprung. Der Aldin lässt sich irgendwie ein bisschen Zeit, ja. Aldin. Das war die kalte Seite auf dem Angefischer, ne? Angefischer. Oh, das wird gleich lustig. Das ist echt geil. Ja. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe schon mal knapp über 20 Snickers-Eis auf Zeit gegessen. Und ich sag dir, Kopf, Kiefer und Bauchschmerzen werden herrlich. Haben meine Zähne gleich schon weh. Ja, meine auch. Meine ist Hunger. Macht das, ist das nicht schön, mal ehrlich, so ein schönes, genüssliches Eis zu genießen? Ich weiß gar nicht, wie es schmeckt. Das schmeckt gut, oder? Alles. Geil. Ich weiß gar nicht, wie schmeckt. War nichts. Also das muss alles im Mund bleiben, ne? Alter, wie hältst du eigentlich den Löffel? Mein Bild ist kalt. Ist so hart. Ja, Kevin macht da taktisch was besser. Er hat den Becher in der Hand und nutzt seine Körperwärme. Das kommt. Muss ja hier auch, ne? Ich schätze mal, die Kunst hat mal Milchschnitten essen. Milchschnitten essen war, stimmt. Das war ekelhaft. Muss ich wirklich sagen. Das ist lecker. Das war wirklich mit Kotten danach. Stimmt, stimmt, stimmt. Die Menschen sind ja wieder draußen gelandet. Aber du, McDonalds war damals nicht besser. Ich bin in Hamburg ausgestiegen. Die Happy Meals. Ja, die Happy Meals. Und das ist alles stecken geblieben. Also es geht auf die 3 Minuten zu.
Meine Zähne sind so arschgeil. Achso, darf man nicht sagen, ne? Okay. Kann mir sagen. Beim Eis wird das davon alles sagen. So, können wir zeigen uns mal deinen Becher? Was haben wir da drin? Oh. Ja, Ali Jagic, ich würde Ihnen empfehlen, Gas zu geben. Zur Führung? Glaube nicht. Zeit zu punkten jetzt. Muss runter sein oder Mund sein? Muss runter. Und voll machen kann jemand jeder. Ach, mit einem schönen gemütlichen Eisbecher, ne? Mhm. Ich muss die Zähne so wie auf dem Eis und so drücken. Mhm. Da kommt schon runter, Loch. Ha! Ah! Das ist echt weh, ne? Oh, mein Mund. Ich muss echt sagen, krass. Zeig mal den Becher. Aber du musst fertig machen, das weißt du, ne? Ist noch so viel übrig. Oh, ist ein Drittel, ne? Würde ich sagen. Kein Drittel. Oh. Ja. Was schmeckt? 3 Minuten 30. 3 Minuten 32, um es genau zu sehen. Da haben wir es. Ich würde sagen, das war schon fix. Also süß ist dein Ding, ne? Würdest du bitte den Sieger verkünden? Ja, wir stellen damit fest, ihr seht's. Ich möchte, dass du die Hand hebst. Aldin ist immer noch. Und der Herr Bolder, der hat sein erstes Battle gewonnen. Zweite schon? Ja, ich habe einmal Sparrows gegen Klaus Grill gewonnen. Sparrows? Jedes Mal! Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Checkt unbedingt Aldin ab auf seinen Kanälen und natürlich auch Tobi. YouTube und Instagram haben sie auch. Die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank, Jungs, dass ihr dabei wart. Ja, Aldin, vielen Dank für deine Niederlage. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und schreibt vor allen Dingen in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet. Und wenn eine Sache öfters kommt, werden wir uns der Sache vielleicht mal annehmen, wenn Aldin den nächsten Cheat-Date hat und Tobi auch. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei